Achso, ich gehe die Treppe runter. Auf der anderen Seite. Was war jetzt ein langer Weg für... Ja gut, für eine Erinnerung. Ach, hier leuchtet auch was. Da leuchtet auch was. Da leuchtet auch was. Ich glaube, ich soll mich einfach hier hinsetzen. Ja, ich will aber was sehen. Ich bin auch infiziert oder hab diesen Fluch. Polizei! Aufmachen! Hören Sie das? Draußen ist jemand. Ja, die Polizei? Nur eine Vermutung. Nur eine Vermutung. Na, ich kann gehen. Ja, lass uns doch rausgehen. Ist doch alles safe. Cool. Vielleicht esse ich euch aber auch noch. Feuer einstellen! Ich sagte, nicht schießen! Doch! Sag dir mal, dass sie schießen müssen! Ganz ruhig, Ma'am. Bitte. Nicht. So eine Scheiße. In die Menge zu schießen, seid ihr alle verrückt? Würden Sie mir bitte mal helfen? Na gut. David will nicht. Ich bin viel stärker als du. Mir so leid, das alles ist bald vorbei. Gott vergib mir. Nein! Will das mit uns auch machen? Lauft! Dein Freund und Helfer, was ist denn jetzt hier los? Hä, die haben doch, als sie noch die Tür zu war, waren die doch noch cool. Atmen, atmen, atmen. Sie leben. Nochmal. Der Hunger verzehrt. Aufwachen! Los! Immer weiter! Nicht stoppen! Was war das denn bitte? Stopp! Moment. Na toll. Und was machen wir jetzt? David, helfen Sie mir mit der Tür. Ja. Was ist los? Sollte ich was sehen? Mein rechter Controller vibriert. Hey. Wie geht es Ihnen? Ich glaube, ich war kurz weg. Was passiert? Was ist passiert? Gehen wir es erstmal langsam an. Sie hätten fast eine Kugel abbekommen. Sie sind gestürzt und haben sich den Kopf angeschlagen. Sie werden wieder. Wieso eröffnen Sie einfach so das Feuer? Die Polizei sah den Bergmann, was er jetzt ist. Ich bin im Rollstuhl! Reagiert? Es gibt Tote, Mann. Das ist eine Scheißreaktion. Ich glaube, wir sollten uns alle beruhigen. Nachdenken. Wieso tun die das? Losschießen. Sie alle töten. Es gibt Tote. Hunger. Verzehrt. Vielleicht sollten wir umkehren. Ich meine, vielleicht ist die Polizei uns nicht gefolgt. Wir können Jungs, zur Kapellentür rennen. Ich glaube, ich bin böse. Wir sollten nicht zurück. Ich will euch essen. Für dich auch. Die Polizei weiß, dass wir alles gesehen haben. Das macht uns zu Zeugen. Wir müssen von hier weg. Dieser Tunnel führt zum Hotel und von dort aus runter vom Berg. Geht das mit dem Laufen? Woher soll ich... Nee, schieb mich lieber. Sie sehen ein bisschen mitgenommen aus. Mhm. Haben sich den Kopf wohl ziemlich hart gestoßen? Ihre Augen sind, komisch. Quatsch. Wir müssen los. Sofort. Können Sie stehen?
Ja, dann lass mal gehen. Irgendwohin, wo uns keiner finden kann, wo wir drei ganz alleine sind und im Idealfall auch die von der Tür ablassen. Wir nicht so schnell da wieder rauskommen. Wir bestimmen bald einen anderen Weg. Wir sollten los. Kann ich euch in Ruhe essen? Ich hab Hunger. Mir wird sofort viel besser gehen, wenn ich hier weg bin. Oder das. Ich weiß, Sie waren mir zu sehr befreundet. Nein. Bitte. Ich kann jetzt nicht über Sie reden. Das alles ist einfach zu schrecklich. Victor regelt die meisten Bereiche im Winter ab. Ich glaube nicht, dass Victor noch lebt. Victor kennt sich ja aus wie in seiner Westentasche. Wenn es jemand schafft, dann er. Ja, der ist doch schon längst entkommen dann. Victor! Sind Sie das? Herr im Himmel! Okay, die Show ist vorbei. Gehen wir weiter. Victor schafft es im Winter praktisch, das gesamte Hotel hier einzulagern. Und so ordentlich. Reinlichkeit und Gottesfurcht. Ein gutes Vorbild. Bitte, Ted, konzentrieren. Krasser Keller. Victor ist also weg. Auch ein Monster. Tot. Gefressen. Sieht aus, als wäre Victor kürzlich hier gewesen. Victor? Ich sag's Ihnen, diese Art von Presse setzt Bragg ziemlich zu. Ich rate Ihnen zur Vorsicht. Ist das Geräusch im Spiel? Krass. Das ist hier im Spiel, das Geräusch. Ihr kennt euch hier aber aus, ne? Ich folge euch einfach. Alles okay. Was? Eine Frage. Waren Sie mal isoliert? Allein? In letzter Zeit? Ne, ich hatte Gordon. Warum fragen Sie? Gordon war bei mir. Warum fragen Sie? Ich glaube, Sie waren nicht ganz ehrlich zu mir. Bitte? Ich kann auch einfach anfangen, hier dich zu beschuldigen. Was zum Teufel ist hier los? David, wir sind die ganze Zeit schon zusammen. Ich fürchte, uns läuft die Zeit davon. David, reißen Sie sich zusammen. Wo sind wir? Wie weit noch bis zum Aufzug? Wir sind im Keller des Blackwood Pines Hotels. Aufzug. Ich habe gerade verstanden, dass ich einen neuen Skin freigeschaltet habe. Ich glaube nicht, dass mir die Stimme das gesagt hat. Das ist echt riesig hier, ne? Und ihr seid auch nicht so geschwätzig irgendwie, ne?
mehr weit. Was sind das für Geräusche? Das könnt ihr doch nicht einfach ignorieren. Bin ich der Böse? Seid ihr die Bösen? Dr. Oetker? Was hat der denn hiermit zu tun? Ich verstehe nur Bahnhof. Wo ist Ted? Da leuchtet doch was. So einen brauchen Sie. Als Tarnung. Probieren Sie ihn mal an. Wollte ich abhauen? Ich war Pfleger, wollte abhauen? Wurde erwischt und gefangen genommen? Oder was ging jetzt hier ab? Und wo ist Ted? Still jetzt. Ah. Ich muss kurz meine Kopfhörer mal richten. Wir sind im Keller, nicht so vermeldet. Verdächtige noch nicht gefangen. So. Nicht laufen. Sie sollen einfach zum Aufzug gehen. Mach ich doch. Jetzt können wir los. Ich bin drin. Wo wollen wir hin? Ganz da oben. Ja, im Aufzug. Scheiße! Die werden uns alle abschlachten! Wir kommen nirgends raus! Wir müssen nur in den zweiten Stock! Wir sind fast da! Wir schaffen das! Ich höre dich! Du wurdest nicht erwischt! Das kann ich ja fast nicht glauben! Wo fahren wir bitte hin? Das ist Schüsse, da wird geballert. Scheint von einer Kugel getroffen worden zu sein. Scheiße. Und jetzt? Verdammte Scheiße! Diese Mistkerle müssten auf unserer Seite sein. Hä? Jetzt fahren wir wieder runter. Solange du ganz entspannt aussiehst, bin ich auch ganz entspannt. Das ist die Spritze. Alle mal. Ganz ruhig. Wir dürfen nicht in Panik verfallen. Wir müssen sofort hier weg. Ich sehe ja gar nichts. Warum sollte hier das Tor jetzt aufgehen? Ich hab sie. Nein, nein! Geh weg von mir! Heilige Mutter Gottes! Dass er so schreien muss, die ganze Zeit. Wir müssen hier weg. Was siehst du? Okay, ich drück ja schon. Das ist die Lobby. Hier können wir nicht bleiben. Aber die leuchtet. Was in Gottes Namen tun Sie da? Die Polizei ist noch da unten. Das war's. Das ist das Ende. Ihr habt mir nicht gesagt, wo wir hin sollen!
Nicht schießen! Was passiert? Ich bin ein Monster geworden! Verdamme Sie! Ich habe mich gerade in ein Monster verwandelt. Ich habe euch gekillt. Ich habe meine Verbündeten verloren. Was mache ich denn jetzt? Ach, das ist doch gelogen. Ich muss sie doch rufen können. Ja, ich gehe weiter. Ich bin ein Monster. Ganz im Ernst. Wer soll mir denn jetzt was antun? Hey, die Verkleidung kann ich jetzt nehmen? Sieh an! So einen brauchen Sie. Als Tarnung. Probieren Sie ihn mal an. Kann ich ihn nicht anziehen? Was ist das für ein Lichteffekt? Ja, ich probiere einfach mal, welche Türen aufgehen. Okay, die geht nicht auf. Geht die auf? Ich sehe halt überhaupt nichts. Geht auch nicht auf. Ah, gedreht. Ah, der Aufzug ist offen. Haben Sie das Gitter also aufbekommen? Okay, ich war noch nicht auf der 1, aber ich probiere jetzt mal die Lobby. Nee. Ich lasse mich mal überraschen. Ich weiß nicht. Ach so, das Gitter ist komplett im Arsch jetzt. Okay, ich habe nicht die Lobby gedrückt, ich habe die 1 gedrückt dann. Das ist Victor, oder? Die 26. Sie müssen wohl unbedingt herumschnüffeln, wo Sie nichts verloren haben. Wenn Sie zurück sind, können Sie sich hier ausruhen. Okay. Das ist los geht's. Echt ein Hotel, ja? Nur der Tod ist umsonst. Wow! Ich bin auch ein Monster! Ah ja, stehen bleiben. Ich wusste, dass ich stehen bleiben muss, mich nicht bewegen. Das war nicht Zufall.
Was? Wie bist du durch die Tür gekommen? Die hat sich schon bewegt, hundertprozentig. Ach, das Schild ist noch runtergefallen. Lass mir auch was zu essen übrig. Warum? Mach doch jeden Griff. Warum kann man nicht jeden Griff anfassen? Ja, ich verlange nicht, dass hier die Tür aufgeht. Warum konnte ich... Weil hier der Knopf fehlt? Ja. Twin Kack, okay, also hier... wäre eigentlich ein Ausgang. Das ist auf jeden Fall Victor. Ich probiere einfach mal die anderen Stockwerke. Ah. Das kann er nicht nehmen. Nee. Natürlich geht das nicht. Okay, ich bin auf der 1, dann fahre ich jetzt mal zu 2, wo wir ja ursprünglich hin wollten. Glaube ich. Der muss gerade echt jedes Mal laden, ne? Das jetzt an den verschiedenen Möglichkeiten liegt? Nicht bewegen! Stillhalten! Da! Stillhalten! Ich bin wieder ein Monster! Ja, seht ihr? Euch mag ich! Wir müssen die Seilbahn erreichen! Euch mag ich. Zurückbleiben. Vertraut ihr mir jetzt? Oder wisst ihr, dass ich euch am Ende doch esse? Kommen Sie nicht näher. Der Wendigo ist keine Infektion. Er ist ein Fluch. Die Strafe für eine unverzeihliche Sünde. Sie haben das Fleisch eines anderen Menschen verspeist. Sie sind ein Monster. Durch und durch. Ich war am Verhungern. Tut mir leid. Ich kann Sie nicht von diesem Berg lassen. Ich bin kein Monster. Sie wissen es doch. Sie spüren, wie es geschieht. Die Blackouts. Die Gewalt. Es wird nur noch schlimmer. Sehr viel schlimmer. Nicht bei mir. Es geht nicht anders. Sie müssen zurückbleiben. Ihnen bleibt keine Wahl. Nein, ich bleibe nicht hier. Du kannst hier bleiben. Ich bleibe nicht hier. Nein? Und? Wollen Sie mich töten? Klar will ich das. Nein. Tun Sie das nicht. Nein. Nein. Nein! Nein! Hätte mich nicht beleidigen sollen. Ich habe meine Taschenlampe nicht mehr. Ich müsste dich doch sehen, oder? Wir haben Ted getötet. Aber der wollte uns halt auch nicht mitnehmen. Wie sind wir denn kommen? Each time I hold somebody new, my arms.
arms grow cold, aching for you. Ich weiß nicht, ob ich ganz zufrieden bin mit meinem Ende. Aber ich kann das Spiel jetzt auf keinen Fall direkt nochmal durchspielen. Dafür war dieser Mittelpart auf jeden Fall viel zu heftig. Aber sonst, ja. Ich denke mal, das ganze Potenzial wird erstmal entfalten, wenn ich anderen Leuten zugeguckt habe. Oder es halt nochmal gespielt habe. Aber erstmal, boah, genug für heute. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, hinterlasst einen Daumen und natürlich ein Abo, wenn noch nicht getan. Und wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann klickt auf die Glocke. Ich vergesse immer, wie es aussieht. Genau, auf die Glocke. Könnt ihr das aktivieren und sobald wir live gehen oder ein neues Video hochladen, patz, kriegt ihr eine Meldung. Und ja, seid die Ersten, die es sehen könnt. Ich brauche jetzt erstmal Ruhe und haut rein.